Prima. Warte. Hallo Leute. Passt auf. Jetzt kommt ein Kommando. Chico, sitz. Chico, sitz. Chico, sitz. Seht ihr? So, jetzt hier meine Abendrunde. Passt mal auf, ich habe eine neue Wiese gefunden. Jetzt ist noch nicht so viel los, ich leg mich erstmal hin. So, jetzt kommt gleich Kommando laufen. Passt mal auf, ich gehe ab wieder mit meiner super spezial 10 Meter Flexileine. Passt auf. Chico. Chico, lauf. Hier, zieht euch hier drum. Ich gehe wieder ab wie Nachbar Schlumpi. Das ist doch der Hammer. Das ist doch der Hammer. Schöne neue Wiese, flaches Gras. So. Auf der alten Wiese war schon so hoch wie ich. Da kriegst du Hals und Beinbruch. Das ist völlig, hier ist wieder völlig neu. Oh, neue Gerüche und so weiter. Oh ja, das zeigt wieder die neueste Wochenzeitung. Ja, wobei, das hier ist schon wieder eine Monatszeitung. Aber das wollte ich euch alle mal so zeigen. Ich habe ja hier wieder Auslauf. Oh, zack, ich höre wieder und gib ihm. Ich zettel natürlich immer ein bisschen rum. Chico, hier lang. Komm. Dann kommt ab und zu mal ein Kommando und dann renne ich hier wieder los wie so ein Kloppi. Jo, ich finde das geil. Die Abendspaziergänge sind immer die besten. So. Ich muss auch passen, dass ich keine über die Zeit schreite und hier die leider nicht irgendwie überstrapazieren und so. Der Wind geht, ich hoffe, meine Stimme ist zu hören. Also ich meine, ich bin zwar weit entfernt irgendwie und so, aber der Wind geht ja schön. Aber es ist voll cool. Also ich hier wieder volle Truhe hier so im Einsatz. Und die Woche war eigentlich ganz cool. Die war eigentlich so ganz sowieso, ja, alle chicky. So. Ich hier meine 7-Stunden-Grenze geschafft. Und dafür gab es heute so viel. Also ich bin heute, lasst mich lügen, Leute. Also ich bin bestimmt jetzt das 5. oder 6. Mal draußen. Jo. Und da ich keine kleinen Runden gehe, also mindestens immer so locker 20 Minuten sozusagen. Und das ist jetzt die große Runde, das ist die große Runde. Also wir sind schon eine gute Dreiviertelstunde unterwegs. Und da fällt dem alten Dosenöffner Sack Vollpfosten Idioten ein, dass der mal hier so ja, wieder ein Chico-Video machen könnte, so Wochenendschau sozusagen. Und ich hier schnibbel alles ab und so und alle Dude und so. Hab meine schöne neue Geschichte hier gefunden und gehe hier ab. Eigentlich hätte er ja ein Spielzeug dabei irgendwie. Aber ich weiß, es geht ja nur eins. Kamera oder Spielzeug. Aber nicht weiter wild. Ich weiß, zu Hause wartet ja das Spielzeug. Und von daher ist das kein Problem. Hauptsache, ich habe hier meinen Spaß, meinen Auslauf und so. Gehirntraining habe ich auch schon gehabt. Also hört mir auf. Also das werdet ihr dann in den Do-It-Yourself-Videos finden. So. Ich hoffe, ihr findet das dann alles so weit ganz gut. Also, ich bin ja nicht nur hier so Chico und Unterhaltung oder so. Das ist, also wenn ihr das gut findet oder so, immer gerne Daumen hoch. Und vielleicht abonnieren wäre auch schön. Weil je mehr Leute abonnieren, desto mehr Spaß macht es natürlich. So, ja, so viel wie ich jetzt hier abzische. Irgendwie, ja, ich weiß, es ist noch viel verbesserungswürdig auf dem Kanal. Ich weiß es. Aber meine kleinen leuchtenden Knopfaugen müssten euch da überzeugen. Einfach mal einen Klick machen hier so, zack und ja, den wollt ihr öfter sehen. Und rinnen in die Kommentare, mit der Geschichte, was ihr noch sehen wollt. So, also ich weiß ja nicht, was ihr da so alle tippt. Herrchen hat ja da nicht so die Kreativität, die, ja, ist ein bisschen wahrscheinlich genauso flöten wie der Staubsauger. Zu Hause, ja, so viel dazu. Und dann fummel ich hier halt so ein bisschen rum irgendwie und, aber wie gesagt, wir haben da schon Video und Vorbereitung und so und, aber ich glaube, Herrchens Computer ist gerade ein bisschen, der, ja, nach der ganzen Arbeitszeit und so ist der ein bisschen puttig irgendwie. Jetzt fummelt der darum, um die guten Videos zu sichern und die Fotos von mir, ne, ist ja ganz wichtig. Das ist ja, also liebe Leute also, und Zuschauer und so, vergesst niemals Datensicherung. Immer Daten sichern. Ganz schlimm ist es, wenn plötzlich nichts mehr geht und die Daten alle weg sind. Die Daten sind da vielleicht nicht mal so schlimm irgendwie. Aber die guten Fotos von uns Wuffis, die sind doch dann, die sind alle flöten, ja. Und ich zische erst nochmal ab hier eine Runde. Zack, ich musste nochmal genießen. Ja, nee, das wollte ich so, also so, ja, wie gesagt, also Wochenschau hier alle zuppi gewesen. PCs wieder in Ordnung gebracht, Festplatten, Daten gerettet, 7-Stunden-Training geschafft sozusagen, aber das ist das Maximum. Das weiß ich, das weiß mein Herrchen auch sozusagen, 7 Stunden ist nur diese Notfallgeschichte. Also der Durchschnitt liegt so mal so bei 3 bis 4 Stunden sozusagen, im Notfall vielleicht mal 6 Stunden, aber dann ist auch Feierabend. Dann ist der alte Sack immer zu Hause. Also was heißt zu Hause?
Dann kommt er nach Hause. So sieht's aus. Ich hab da irgendwas gesehen. Deswegen musste ich hier so ein bisschen zuppeln und Kamera-Action und so. Und hast du nicht gesehen? Ich gehe nochmal wieder gucken hier. Ja, nee, das wollte ich euch jetzt so erzählen. So, irgendwie will den Rahmen auch nicht sprengen, sonst, weil je länger ein Video wird, ich glaube, desto langweiler wird es ja irgendwie. Also wie gesagt, Daumen hoch wäre interessant und Abo ist auch immer schön. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Also dat, da sind ich und Herrchen so, da sind wir, also ich und Herrchen. Ich und Dosenöffner. Sind wir völlig frei von. Irgendwie. Jetzt hänge ich hier irgendwie so ein bisschen im Busch. Okay, ein Herrchen kommt gleich mal näher mit der Kamera. Damit ihr seht, was ich hier im Busch mache. Chico im Busch. Sozusagen Chico ab durch die Hecke. Ich mache hier erstmal so ein bisschen irgendwie was. Nee, ja, das wollte ich euch sagen. Also so viel dazu. Also die Woche war voll viel zu tun. Jetzt ja Wochenende sozusagen und dann totale Entspannung. Herrchen ist total für mich da, fummelt ein bisschen und selber an seinem kaputten PC rum und so und dadurch weiß ich, jetzt ist alles schön. Und nee, wisst ihr, was schlimm ist? Wenn der an seinem PC fummelt, der hebt er mir immer Denkaufgaben. Wenn ihr das sehen wollt, also ich meine, also ihr wollt das vielleicht bestimmt sehen, aber da muss ich ja mal ein Video zu machen, so, das ist voll schlimm. Da habe ich echt voll zu tun. Also bei vielen fummel ich keine 5 bis 10 Minuten rum und dann bin ich für 3 Stunden platt. Da bin ich so fertig, geistig, da habe ich für 3 Stunden die Schnauze voll. Ich einfach nur pennen, 3 Stunden Ruhe. Jo. Und das Schlimme dabei ist, ich mache das alleine. Also Herrchen bereitet das vor und mache ich das und so. Irgendwie. Und das war die Leine. Der ist schon wieder ein bisschen blöd, der Alte. Die Leine zu halten. Da ist er wieder. Chico, hier lang, komm. So, ich komme hier wieder raus. So, ja. Das wollte ich euch sagen. Also wie gesagt, das sind so eigentlich meist viele Kleinigkeiten. Also ihr werdet lachen. Ein kleiner Tipp ist so zum Beispiel, also hier von der Klorolle, wisst ihr hier, diese Pappding, so, das macht er mit der Leckerlis und bereitet das so vor. Da fummel ich 5 Minuten rum und dann bin ich für 1-2 Stunden platt. Habe ich die Schnauze voll, will ich nur meine Ruhe haben. Ja, das ist fast anstrengender, als wenn ich jetzt hier über das Feld renne. Ja, ich sag euch. So, also so viel dazu, ihr Lieben. Genießt das Wochenende, schönes Wochenende wünscht euch der Chico im Busch sozusagen. Ich bin mal wieder weg. Na, vielleicht komme ich nochmal Tschüss sagen. Jo, tschüssi sagt!